Sehr gut. Also, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit dem Team mit von Traders Talk, Morning Meeting und Markteröffnung live aus einem Frankfurter Trading Floor und zwar natürlich direkt vom Trading Floor von Traders Talk. Ich freue mich sehr, dass wir die Veranstaltung wieder zusammen machen und dass Sie heute Morgen wieder live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie immer schauen wir uns direkt den Risikohinweis an, denn auch diese Veranstaltung dient lediglich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Vango oder das Team nachher das eine oder andere Setup vorstellt. Sehr gut, dann wie immer übertrage ich erstmal an Vango. Wenn im Hintergrund irgendwas sein sollte, wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Wunderbar, dann. So, und jetzt müsste auch das, wunderbar, ist auch das richtige Bild zu sehen. Das passt. So, hallo aus Frankfurt, schöne Grüße da in die deutsch sprechenden Regionen, egal wohin. Ja. Wir haben jetzt die Osterwoche, die K-Woche. Handel ist sehr differenziert zu betrachten, aber dazu kommen wir gleich. Wir sitzen, wie gesagt, hier in Frankfurt im Handelsbüro und all das, was wir jetzt hier im Rahmen von Traders Talk Squawkbox übertragen, ist Teil unserer Vorbereitung. Was die Charts angeht, da hat natürlich jeder seine eigenen Herangehensweisen. Wir haben etwas gefunden, was relativ transparent auch hier an Dritte, an Externe, wie zum Beispiel Interessierte, so wie Sie, auch entsprechend kommunizieren können. Und wir starten wie immer den Tag, das tägliche Webinar bei uns auch ab 8 bis 17 Uhr mit den Overnight News und dem Ausblick, was heute so ansteht. Und übergebe jetzt hier an meinen Kollegen, den Alex, der eigentlich hauptverantwortlich ist hier für die Squawkbox, der jetzt mal der Linken sitzt und dann mache ich die Chartbesprechung und auch die Markteröffnung und die Kommentierung dazu. Also wie immer natürlich stellen Sie Fragen, welche, wenn Sie welche haben, irgendwas nicht verstehen, irgendwelche Setups nicht verstehen, Herangehensweisen und alles andere, das dann im Laufe des Webinars. Einen schönen guten Morgen, das dann begrüßen hier zu den Overnight News. Ja, allzu viel an Nachrichten gab es nicht, aber ich glaube, wir müssen noch mal genauer auf die Woche eingehen. Also wir haben Karwoche oder Osterwoche, eigentlich sind es zwei Wochen. Wir haben am Freitag, Karfreitag und ich schaue hier gerade noch mal, also hier ist fast überall, zumindest in der westlichen Welt und teilweise auch in der östlichen, wie Hongkong, Südafrika, Indonesien, überall Feiertag. Trotzdem werden da wichtige Zahlen veröffentlicht, die meisten Börsen dann zu, natürlich wird der ein oder andere Future offen sein, aber das sind eigentlich die PCI-Preisdaten, auf die alle warten. Was mich ein bisschen verwundert, ich kenne das so nicht, bin ja jetzt nun auch schon ein bisschen länger dabei, da kommt natürlich ein bisschen einiges zusammen, auch weil jetzt Ostern quasi auf Quartalsende fällt, das kennen wir ja auch, da haben die Fonds ein bisschen was zu tun. Also ich frage mich da ein bisschen, haben die Ämter denn nicht zu, denn die Zahlen werden ja nicht von der Börse veröffentlicht, also die meisten Zahlen, die Börsenzahlen natürlich dann schon, aber die Konjunkturdaten, die kommen von Destatis und Amt für Arbeit und was weiß ich nicht, was alles, die haben eigentlich zu, deswegen, aber kommen auch Zahlen dann am Freitag aus Italien, sehr katholisches Land und aus Frankreich. Naja, wir haben auf jeden Fall auch noch ein paar am Donnerstag. Warum erwähne ich das? Hat natürlich Einfluss auf den Handel hier. Die zwei Wochen sind normalerweise eigentlich furchtbar langweilig, wobei sich das in den letzten Jahren gebessert hat, weil auch da politisch viel los war. Das haben wir auch weiterhin auch von den Notenbanken. Aber die Umsätze gehen ein bisschen raus. Der ein oder andere hat dann doch Urlaub. Und so kommt es dann halt auch dazu, was wir ohnehin schon seit ein paar Tagen feststellen, dass die Korrelation zwischen USA und Europa, ja, unterm Strich stimmt sie dann natürlich mehr oder weniger am Ende der Woche, aber wir haben immer mal wieder Bewegungen, wie auch gestern am Morgen ganz schwache Amerikaner, die Europäer haben sich gehalten, dann dreht sich das Ganze wieder und dann ist es dann doch wieder umgekehrt. Also da muss man ein bisschen drauf achten, auch mit den Umsätzen, die momentan halt nicht ganz so groß sind. Europäer versuchen ein bisschen aufzuholen. Das Ganze ist immer relativ, je nachdem, wo man anfängt.
Die Amerikaner sind nach der FED-Sitzung letzten Mittwoch dann durch die Decke geschossen, die Europäer nicht ganz so stark, vielleicht nur halb so stark, haben dann auch nochmal korrigiert bis ja, zum Beginn der Bewegung, während die Amerikaner eigentlich weitergelaufen sind. Also so richtig ist ohnehin nicht klar, wer da momentan führt. Ich glaube, auf Jahressicht die Amerikaner weiterhin, aber momentan sind wir im DAX im All-Time High. Mehr oder weniger, und der Eurostox macht sich auf den Weg, während der S&P oder sagen wir der Nasdaq auf jeden Fall noch ein bisschen Wegstrecke hätte. Also das vielleicht ganz allgemein, dann nach Ihnen habe ich eigentlich nur von Wichtigkeit, Bostic hat gestern gesagt, er rechnet nur mit einer Zinssenkung für dieses Jahr, während Goolsbee, sein Kollege, mit 3 Zinssenkungen rechnet. Das sieht man schon, auch in der Fed gibt es unterschiedliche Meinungen. Hat dann natürlich auch den Bund und vor allen Dingen den US-Zinsen da nicht allzu gut getan, beziehungsweise die Zinsen sind natürlich gestiegen, hat aber hier keinen interessiert im DAX. Auch das vielleicht ein bisschen merkwürdige Situation, aber wie gesagt, da wird man auch ein bisschen hinfriemeln wollen, die Kurse dann noch Richtung Quartalsende, und das fängt dann wahrscheinlich auch jetzt schon mit Beginn der Woche an. Vielleicht noch ein Satz aus Japan, gab es Verbraucherpreise 2,3% im Jahr statt 2,5%, also ein bisschen niedriger, da ein bisschen Entfernung, was die Inflation angeht, ganz ohne Zahl, wo die sie nicht entlasten, damit höre ich aber dann schon wieder auf. Wir haben heute noch Auftragseingänge aus den USA, die Durables, die dann haben wir noch Verbraucher 53 Uhr, das ist dann nochmal ein bisschen wichtiger. Jetzt muss ich nochmal schauen, da kommen auch gerne mal noch die JOLTS-Zahlen. Nee, also ich habe es jetzt hier zumindest nicht, denke, dass die nicht kommen heute. Also, dann viel Erfolg von meiner Seite und bis gleich. So, dann übernehme ich mal. Ich sehe hier, genau, also wir haben jetzt hier die Charts, was wir machen, ist, wie gesagt, wir haben ein börsentägliches Webinar, auch auf GoToWebinar-Basis, wie das jetzt hält, das gemeinsame mit FX Flat. Wenn Sie dazu nähere Informationen haben möchten, also wir sind das Team von Traders Talk, das sind hier unsere Services oder unsere Angebote zusammengefasst, und eins von diesen ist diese Squawkbox, wie gesagt, was wir jetzt zusammen mit FX Flat auch machen, und wenn Sie daran Gefallen finden, dann können Sie das Ganze auch kostenlos und unverbindlich hier auf unserer Webseite hier mit Trial beginnen. Für 2 Wochen danach endet das auch, ohne dass es da irgendwelche Folgeabos gibt. Genau, und alles andere, alle anderen Informationen, wer wir sind, was wir machen, finden Sie auch auf traderstalk.de. Wie gesagt, wir sitzen in Frankfurt direkt neben der Börse, haben hier ein Handelsbüro. Unsere Hauptaktivität ist natürlich der Handel, und dem widmen wir uns jetzt auch. Wir handeln fast ausschließlich Futures, ein anderer Kollege auch Cash Equities. Futures hier, Aktienindizes, DAX, Eurostox, S&P, Nasdaq, auf der Bond-Seite dann natürlich der Bund-Future, auch der Bobble, der dazu gehört, der 5-jährige, vereinzelt CL, vielleicht der eine andere FX-Future, interessante Währungspaare, das ist so. Das sind so die Märkte, die wir beackern. Und hier im Webinar besprechen wir den DAX, den Eurostox, wie Sie sehen, hier aufgeteilt. Links unten ist der Bund Future und rechts hier der S&P und auch die Nasdaq. Also wir fangen mal an mit dem Blick auf den DAX. So, und ja, was da zu sehen ist, dass wir... Genau, hier unten ist eigentlich so das letzte große Abo. Also das ist ein Stundenchart, ja, vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen. Der letzte große Bruch hier, ja, das war das, das Event, FED-Entscheidung, FED-Zinsentscheid letzten Mittwochabend. Da gab es hier diesen Push. Und dann am Folgetag nochmal eben dieses Abbruchniveau, was jetzt hier auch die eigentlich Unterstützung darstellt, der Bereich 18.330 bis zur 2.92, den wir dann am Folgetag Trend bestätigen, dann nochmal im Setback getestet haben. Also das Ganze nach wie vor hier nachhaltig long, und wir sehen, wir machen eigentlich hier höhere Hochs und höhere Tiefs im DAX, neue All-Time-Highs. Auch heute wieder die 5.76.
Das ist so ein bisschen in sich verschachtelt, Levels hier, also Zonen oder Marken, gerade hier in dem Bereich relativ schwierig zu fassen, aber wir versuchen es trotzdem mal gemeinsam anzugehen. Und zwar zunächst mal, was uns immer wichtig ist, sind natürlich, worauf wir schauen, das sind Daily Levels, die sind in der Regel in grün markiert oder sollten in grün markiert sein, so wie das, also Daily Extreme, High Lows. Ja, nicht ganz genau gezeichnet hier. Das erste ist hier ein Ex-Hoch bei der 5,35 hier, knapp unterhalb des aktuellen Tagestiefs. Dann haben wir hier oben das gestrige Hoch, die 5,63, das heutige Hoch hier, die 5,76. Da haben wir drüber eröffnet in der Stunde. Also Stundencharts natürlich auch immer mit Stundencloses verbunden. Ja, das gibt dann oftmals dann auch andere, schauen unter anderem auch auf 30 Minuten, aber wir denken, dass die Stunde eigentlich ganz gute Erkenntnisse liefert. Von daher haben wir hier oben den Bereich 5,63 bis zum Hoch bis zu 5,76, wo wir jetzt nach dem Rebreak, also nach dem False Break oben drüber und dem Close unten drunter, nicht mehr drüber kommen. Also das könnte hier oben eine kleiner Widerstandsbereich sein. Ja. Nochmal 5,63, 5,76 unter einem guten Pock hier mittig innerhalb dieser Range. Dann hier unterhalb des aktuellen Tagestiefs, die 5,35, erstes Level. Und dann, ja, markantere Stundentiefs, Stundenhochs, die 5,16 hier nochmal ins Auge. Und dann hier der Bereich um die 94, 4,84, die hier unten erstmal interessant wird. Und dann der Bereich 4,60, 4,62, 4,46. Also das sind zunächst mal die Marken im DAX, in einem absolut intakten Aufwärtstrend. Also da möchte ich jetzt auch gar nicht hier sensibilisieren. Nichtsdestotrotz ist Börse keine Einbahnstraße. Ja, soll heißen, dass es auch in so einem Markt Gelegenheiten gibt, hier vielleicht den einen oder anderen Short aufzusetzen. Ja, und deswegen sensibilisiere ich jetzt auch in diese Richtung, sich das mal hier oben anzuschauen, wenn es dann nochmal in diese Richtung geht. Oder vielleicht ist ja auch der eine oder andere bereits ab 8 Uhr aktiv und hat hier oben das Ganze im Kontra-Short erstmal, ja, wie auch immer, gespielt oder ist nach wie vor positioniert. Also diese Zone hier könnte ein Widerstand sein. Dann darüber hinaus erfindet sich der Markt sowieso neu, wenn er ein neues Hoch macht. Also alle Timeframes, kurzfristig, mittelfristig und langfristig, ganz klar, insbesondere im DAX, aber auch im Eurostox Long. Da schauen wir jetzt auf den Eurostox. So, hier sieht das Bild in der Stunde, das ist hier der Stundenchart, zumindest mal ein bisschen homogener aus. Also wir konsolidieren hier auf der Oberseite, also das letzte markante Hoch hier, die 5022 im Eurostox. Zusammen mit diesem Ex-POC-Level, das wir natürlich schon abgearbeitet haben, die 5009, sehen wir hier oben ja, zumindest mal eine obere Widerstandszone, eine obere Range, an dem er jetzt erstmal bisher abprallt, ja, nachdem er dieses Hoch hier markiert hat, also der Bereich 5009 bis hoch zur 22, möglicher Widerstandsbereich. Auf der Unterseite, was hier ins Auge sticht, ist, vielleicht sollten wir dann diese erste Unterstützungszone auch ein bisschen adjustieren, ist der Bereich hier 4972, 4967, also diese Zone mit dem Tief gestern und dann was müsste es das Tief auch am, mal schauen, das war am Freitag genau, die 67, gestrig Tief 72, also die letzten beiden Daily Lows, die hier unten die untere Range-Begrenzung, also sieht man ja hier diese Konsolidierungszone. Im charttechnischen Sinne spricht man hier von Trendfolgekonsolidierung, also sollte eigentlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach oben aufgelöst werden. Wir gehen aber per Default erstmal nicht davon aus, sondern wollen, dass der Chart uns das zeigt oder der Markt uns das zeigt. Soll heißen, ersten Stundenklos jetzt hier in dem Chartbild, in dem Timeframe, ersten Stundenklos oberhalb der 22 ist ein bestätigter Bruch im charttechnischen Sinne hier in der Stunde. Wir betrachten natürlich auch, wir brechen es runter bis zu 3 Minuten, respektive 5 Minuten, worauf wir schauen.
weil man natürlich nicht immer die Stunden close abwarten kann, um sich hier entsprechend zu positionieren. Aber das ist natürlich nachhaltiger oder sollte nachhaltiger sein, so ein Stunden close. Und da sieht man, dass wir hier auch, hier wiederholt jetzt hier an der 5009 erstmal abprallen und da nicht drüber schließen. Also, das sind so die Koordinaten zunächst mal im Eurostox, oberhalb des Hochs, oberhalb der 5022, auch hier ja erstmal Niemandsland und unten hat er ja eine erste mögliche Marke, die 87,88 hier, das war so ein Ex-Hoch, die 88 und dann eben dieser Unterstützungsbereich 4,967, 4,972. Das sind so die charttechnischen Marken, die im Eurostox interessant sind. Kommen wir jetzt hier auf den S&P zu sprechen. Ja, und der hat heute Morgen schon eine schöne Bewegung gemacht, zusammen mit der Nasdaq. Nasdaq war da der Initiator in unseren, also meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Er hat oftmals schon morgens Gültigkeit, Nasdaq und auch der S&P. Also was wir jetzt im S&P sehen, auch hier natürlich zunächst mal der große Move hier, der ja, Game Changer, wie gesagt, das war eigentlich trendbestätigend hier, der FED-Zinsentscheid, das war hier der Ausbruch nach oben, da war das letzte Ex-All-Time-High, die 5,257 ein Viertel, die wir hier rausgenommen haben, ne, Sie sehen hier diese impulsive Bewegung und seitdem, ja, wir haben zwar hier oben das All-Time-High 5,322, 3 Viertel, machen jetzt erstmal tiefere Hochs und tiefere Tiefs, ja, aber alles ist nur gesund, ja, wie gesagt, Setback-Toleranz bis hier an diesem Bereich 5247, 5257, ne, Rücksetzer hier in diesem Bereich sollten eigentlich Support bieten für mögliche Long Entries. Aber hier ist bereits jetzt im kleineren, ja, eine mögliche, kleine mögliche Umkehr hier erkennbar. Jetzt hat das oben erstmal eine kleinere zunächst mal hier. Mit Triggermarke hier, so die 87, 89, da haben wir jetzt drüber geschlossen. Ne, wenn er das jetzt hier verteidigen kann, mal schauen, ob da nach oben noch was nachkommt. Jetzt hat er hier eine Marke auf der Oberseite, das ist jetzt hier die 93 oder das hier ist hier die 95, da ist er jetzt noch nicht rangekommen. Oben drüber, dann haben wir noch einen Naked Pocket bei der 5300 und dann eben diese ja, verschachtelten Hochs, 5306, 5311. Und dann oben das All-Time-High bei der 5,322, 3 Viertel. Also, das ist das etwas verschachtelte Bild, aber absolut auch hier intakte Bild. Trend folgt long hier der S&P Future. Kommen wir jetzt zum Nasdaq. Okay, Moment, jetzt müssen wir hier eine Position ganz kurz verwalten, ja, weil. Sorry, ja, das war eine Position im Nasdaq gehabt, eine Short-Position, die ich jetzt geschlossen habe hier. Schauen wir uns das Bild hier an der Nasdaq auch hier in der Stunde an. Sie sehen auch hier am linken Rand den Ausbruch hier, den impulsiven Ausbruch mit der FED. Da war eine letzte markante Marke hier, die erstmal die gebrochen wurde, die 381. Und dann hier oben die 5007, das war mit dem FED-Zinsentscheid, wie gesagt, nach oben hier der letzte markante Bruch, der ist hier verteidigt worden, hier geforcebreakt worden und sehen jetzt hier erneut verteidigt, also die 5007, dieses letzte markante Daily High, ist hier erstmal Benchmark auf der Unterseite, was wir jetzt gesehen haben, hier vorwürflich. Deswegen schauen wir auch und handeln auch das andere Mal die Nasdaq, weil der also ab 7:30 oftmals Bewegung hat. Da war hier eine kleine Bruchmarke, hier die 56, die er rausgenommen hat. Das war am Target und auch das hat er rausgenommen. Und dann hier oben die beiden markanten Highs ja auch nochmal geprintet, hier die 01, 07. Und dann kommt hier oben die 626. Also auch hier absolut intakt. Da ist nach unten hier natürlich ganz viel Setback-Toleranz. Wie gesagt, die 5007, die 18.000, 5007 ist erstmal hier Orientierung an der Nasdaq und kommen jetzt zum Zinsfuture, zum Bund. Der ist und bleibt so ein bisschen das Sorgenkind. Kommt hier, ja, jeder
jedes kleine oder jeder kleinere Long wird bisher abverkauft. Was wir hier sehen, wir haben hier über die letzte Woche eigentlich unten eine schöne Konsolidierung gehabt. Das hat man eigentlich ganz gut hier gesehen. Also, ob es jetzt hier eine Untertasse ist oder ein UFO oder wie auch immer, zumindest mal konnte man gut erkennen, dass das eine Konsolidierung ist. Eine Umkehrformation, nicht nur Konsolidierung, eine Umkehrformation, da mehr dafür gesprochen, dass das nach oben aufgelöst wird. Und das war auch dann tatsächlich der Fall. Was dann letztendlich der Trigger war, da kam letzte Woche hier mit der Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank erstmal Bewegung rein. Das war nämlich hier am Donnerstagmorgen, diese grüne lange Kerze. Und ja, eigentlich setzt sich so ein bisschen die Erholung fort. Wir haben oben die 3,18 bis zur 3,28 gestriges Hoch als erste mögliche Widerstandszone. Und unten hat gestern Abend oder gestern Nachmittag zum Abend hin, hat er sich ein bisschen erholen können, der Bereich um die 54 erstmal gehalten. Und das ist auch zunächst mal die erste Unterstützungszone, 41, 54 und der 32, 41 Downside, 54 Upside. Aber damit hier von einer nachhaltigen Unterstützung geredet werden oder gesprochen werden kann, muss das nachhaltig hier über die das Abendhoch, über die 81, um dann in Richtung 07 und dann 18,28 hier zu laufen. Ne? Unterhalb der 41 haben wir die 25, dann nochmal die 10, 11 im Bund und weiter unten dann der Bereich 62, ne, 54, 41, genau. Das sind so die Marken 131, 52. War das 52, 54, 41, genau. Das sind die Marken, also Bund bleibt eigentlich ja, leicht positiv hier, sollte aber hier erstmal verteidigen und ganz wichtig hier nachhaltig die 81 nach oben rausnehmen, um da von der weiteren Erholung zu sprechen. Das war es jetzt, was die Chartbesprechung erstmal angeht, ne? Und die Vorbereitung für den heutigen Handelstag. Und dann schauen wir mal jetzt, DAX kommt hier nachhaltige Mittel zurück, also da oben diese Rejection an dem gestrigen Hoch in der 63 zeigt erstmal Wirkung. Eurostoxx bleibt hier auch erstmal oben hängen an der 09. Und ja, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne. Genau, haben Sie eine Meinung zu Sierra oder Chart oder NinjaTrader? Ganz ehrlich, also da ist das Ganze ist hier persönliches Gusto. Wem was gefällt, ja, da hat alles Vor- und Nachteile. Wir arbeiten hier, was den Chart angeht, mit Atlas Handelsplattform. Bei den meisten von uns ist Trading Technologies, genau. Ich weiß, dass einige Kollegen von mir Sierra Chart nutzen, mit Ninja traden, das weiß ich auch. Gibt es auch einige Sympathisanten, aber jetzt sind wir sicherlich nicht hier die ausgesprochenen Experten, was das angeht. So, das für den Moment von meiner Seite aus. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, gerne stellen, weiterhin, ja. Und dann schauen wir mal hier, in 7 Minuten ist Cash Open, was der Markt heute so bringt. Also woher jetzt hier die Bewegung hier oder der Setback, Sie sehen, das ist schon hier, ich zeige das gerne nochmal, weil es ja auch bei uns immer wieder Diskussionen gibt, also gerade von Kunden, die sagen, ja, wieso guckt ihr euch denn den S&P und Nasdaq am Morgen an? Ja, weil im asiatischen Handel oftmals
Bewegung initiiert werden können, wie auch heute, zumindest mal in unserer Meinung nach, wie gesagt, hier war der Trigger dieses 56er-Niveau für mich im Nasdaq um 20 vor 8. Zunächst mal den Long gespielt, der erste Target-Ziel erreicht und der ist hier oben wirklich an diesen weiteren Zielbereichen hier, der 01, 07 erst abgeprallt, ja. Und kommt jetzt doch schon relativ stark wieder zurück. Kann das gerne mal zeigen hier für den einen oder anderen, der sich vielleicht dafür interessiert, wie das hier aussah heute Morgen. Also da macht es wirklich Sinn, also wenn Sie den Nasdaq, also hier oben waren Targets 01 und 07, glaube ich, grob, jetzt habe ich das jetzt nicht in M5 übertragen, und das war eigentlich so das Bruchniveau hier. Ja, jetzt, das war das Bruchniveau, also das war das Zwischenhoch, nachdem er hier unten eigentlich den Fortsplit gemacht hatte, glaube ich, ja. Hier Bruchniveau und dann eigentlich hier in diesem Long Setup hat er wirklich die Ziele, ja, schon eine relativ dynamische Bewegung nach oben gemacht, hat hier oben konsolidiert, ja, und hier dann nach dem Rebreak unterhalb dieses Levels, ja, das war dann, habe ich hier nochmal den Short, bin ich nochmal eingegangen und hier bei 80 während der Kommentierung den Short dann oder den letzten Short dann nochmal gedeckt. Ja, ob wir jetzt hier nochmal nochmal an den Ausbruch hier rangeht, müssen wir mal schauen. Ne? Da ist jetzt auch nicht mehr viel Wegstrecke hin, ja, die 56 hier unten. Aber zumindest mal nach oben in schöne Bewegung und oben dann auch. Deswegen keine Einbahnstraße. Also hier oben dann konnte man eventuell auch hier dann zumindest mal hinein nach diesen Rejections hier vielleicht den einen oder anderen Kontra-Short hier aussetzen. Ne? Hier. Ja, auch S&P kommt gut zurück. Ne? Der ist jetzt hier an dieser, jetzt genau, jetzt kommentieren wir die, weil es ist halt DAX und Eurostoxx jetzt von den Levels her ein bisschen weniger interessant, zumindest in dem Moment. Also S&P ist hier an dieser kleinen Nackenlinie dran, die 87, das dieses Ex-Low hier, das, wenn er das verteidigt, dann gucken, ob dann nach oben noch was geht. Ansonsten nach unten hin dann ja, gestrige Epoch hier so, was ist das, 3,84 und dann nochmal dieses 5,282er Niveau im S&P interessant. So, jetzt ganz kurz. Zunächst mal die Frage, zu welchem Ablaufdatum, also wir handeln jetzt hier die, gut, die normalen Frontmonths jetzt, ja, hier über die Juni-Kontrakte in den Ölfuture, weiß nicht, ob da auch in die Frage geht, haben wir ja monatliche Fälligkeiten. Ansonsten hier DAX, Eurostoxx, Bund, S&P, Nasdaq und auch den Bobble natürlich in der mit der Juni-Fälligkeit. So, jetzt lassen wir den US-Markt hier auf Stundenbasis auf, alles andere jetzt erstmal auf M3 und warten dann erstmal jetzt Cash Open ab. Wie gesagt, hier interessant, oben S&P, der Eurostoxx, sorry, die Widerstandszone, an der jetzt erstmal gehalten hat, die 0,9 bis hoch auf die 22. Nach unten wäre erstmal die 96 und dann die 87, 88 interessant im Stocks. Und im DAX hier die 5,35 und X hoch hier als erste Orientierung auf der Downside. Also gleich geht es dann los, noch 5 Sekunden. Dann bringen wir auch noch die Zahlen aus Spanien. BIP 0,6 und 2,0. Ja, also können wir abhaken, genau wie erwartet ausgefallen. Insofern schauen wir hier mal, was in der Öffnungsauktion passiert.
So, der DAX zunächst mal in der 5,35. Ne, das ist nochmal das Hoch hier vom, das ist das Wochenhoch, ne? Freitag, Wochenhoch, genau. Wird erstmal hier verteidigt auf der Unterseite, ja. Ne, und auch im S&P gut zu sehen. Ne, das ist diese Marke ist nicht unwichtig. Dieses Level hier, die 5,287 ein Viertel. Also, DAX verteidigt unten die 5,35 erstmal und auch der S&P. Nochmal, jetzt mal auf den S&P morgen zu schauen. Der kann, gut, das ist die Erfahrung, die wir machen hier im Handelsbüro, schon mal die eine oder andere Initialbewegung vielleicht mit unterstützen. Ne, dass wie jetzt die Kausalkette ist, ob jetzt erst S&P und dann DAX oder erst S&P und dann Eurostoxx oder umgekehrt oder auch gar nicht. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, ja. Aber oftmals Bewegung, gut, jetzt die Aufwärtsbewegung im S&P und im an der Nasdaq haben wir hier im DAX und im Eurostoxx gar nicht mitgemacht. Das war, weiß nicht, wo auch immer motiviert war, wo da zunächst mal dieser Move nach oben kam, hier von Viertel vor acht oder 20 vor acht initiiert. Im S&P und ging eigentlich hier von der Nasdaq aus, diese Bewegung, ja. Und nochmal hier zu der Frage eines Teilnehmers, Sergej Wolf, genau, der Kollege erwähnte vor längerem in einem YouTube-Video, dass er das technische Fundamental, gut, technische Gaps kennt, glaube, sollte eigentlich bekannt sein. Fundamentale Gaps, hat hier mit dem Kollegen auch kurz gesprochen, was man sich darunter vorstellen kann. Ja, vielleicht wirklich hier, so Events wie FED-Zinsentscheid oder die EZB, dass es durch diese Events, Gaps oder durch diese Events verursachte Gaps gibt. Ansonsten müsste ich mit dem Kollegen selber im Serge mal sprechen, was er, aber das ist das, was wir uns vorstellen können, ja, dass das damit gemeint ist. Ja, also ich kann mir, wie du sagst, sagen, ich kann mir vorstellen, dass es so gemeint ist. Es ist aber letztlich eigentlich ja, zweitrangig, ob das dann technisch oder fundamental ist. Wir haben zum Beispiel bei der FMC, wenn wir unsere Kasse hier schließen, DAX um 17:30 Uhr, dann haben wir natürlich am nächsten Tag da ein Gap und bedingt durch die FOMC. Und das kann man dann durchaus als fundamentales Gap bezeichnen, ist aber dann natürlich auch ein technisches, ja. Ja, also gut zu sehen, DAX kann dich nicht lösen hier von diesem Tief von der 5,35 im S&P und auch die Nasdaq mit der kleinen Gegenreaktion jetzt hier, nachdem die beiden eigentlich gut zurückgekommen sind wieder. Ansonsten von den Volumina her, DAX und Eurostoxx, ja, DAX hier
Wir haben eigentlich so Benchmark-Volumen im DAX als gutes Volumen für 3-Minuten-Candles, also hier in diesem M3-Charts, um die 900 Kontrakte, und die hat auch in der Eröffnung nicht gemacht. Also man merkt, hier ist, sind einige oder einige Marktteilnehmer nicht da. Bewegung hier im Bund, der nähert sich hier den gestrigen Tagestiefs. Das Low gestern die 252. Also weil es zumindest mal in den Aktienindizes gerade so ruhig ist, wie gesagt, wir wissen, was zu uns, wer wir sind. Wir sitzen, wie gesagt, im Handelsbüro in Frankfurt. Wir kommen eigentlich aus der, die meisten so aus der institutionellen Schiene. Der Alex Meyer, der sitzt hier zu meiner Linken, hier dieser Kollege, der sitzt gegenüber von mir. Und das bin ich hier, dieser junge Mann. Also es sind die, die hier im Büro sitzen, den Sergej Wolf, kennen wahrscheinlich die einen oder anderen, vielleicht der eine oder andere von Ihnen aus einem gemeinsamen Webinar hier mit FX Flat. Wenn Sie, weil wir sind alle, weil wir oftmals gefragt werden, ja, wie denn hier der Karriere verlaufen ist, wir sind alle fast ausschließlich den institutionellen Weg gegangen, also haben für Finanzinstitute gearbeitet. Kollege hier, der Alex, jahrelang Deutsche Bank. Ich habe bei einem Japaner gearbeitet, dann für einige Tradinghäuser, Kollege gegenüber von mir auch. Aber was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir in einem Großraumbüro groß geworden sind. Also das heißt, dass wir mit anderen, mit Gleichgesinnten als damals Juniors, Junior Trader angefangen haben, ja, und von Seniors gelernt haben, ja, und das ist auch das, was wir denken, das auch am nachhaltigsten ist, um hier überhaupt Aussicht auf Erfolg zu haben hier, weil wir gut, wir sind ja realistisch lang genug dabei, also ich bin über 25 Jahre dabei, der Kollege links von mir sogar ein bisschen länger, der Alex, dass es da keine Garantie gibt natürlich, aber wenn Sie Aussicht, gerade im diskretionären Handel, wenn Sie Aussicht auf Erfolg haben wollen, da kann ich einem nur raten, wenn Sie die Möglichkeit haben, sich mit, ne, währenddessen DAX am Tief, der scheint so ein bisschen anders zu performen, ja, der Eurostox, der ist dann noch ein bisschen entfernt von seinem Tief, das ist nämlich hier unten Tagestief, die 98, wenn Sie irgendwie die Möglichkeit haben, sich zusammenzutun mit dem einen oder anderen da bei Ihnen in der Gegend, dann mit dem Sie sich auch verstehen, und gut, muss ja nicht das gleiche, der gleiche Markt sein, den man bedient oder beackert, ja, dann kann ich einem oder nur dazu raten. Und wenn Sie mal bei uns reinschnuppern möchten, ja, vielleicht mal einen Tag hier uns besuchen kommen und sich mal hier reinsetzen, um zu gucken, davon können Sie auch Gebrauch machen, weil wir sowas anbieten. Wir haben hier Kunden, Trainees, ja, die, wir nennen die Trainees, die hier eigentlich herkommen, um zu lernen mit uns im gemeinsamen Training on the Job, also Day-to-Day hier, gemeinsam mit uns handeln, Setups besprechen, aber einfach nur die Atmosphäre hier auch für sich nutzen, ja, wie professioneller Börsenhandel funktioniert, dann können Sie das gerne machen, ja, sich mal hier für einen Tag mal bei uns einmieten, das Ganze auch gerne unverbindlich, um zu schauen, was das hier, wie man, wie denn so Routinen und der Alltag in Anführungsstrichen in einem Handelsbüro ist, ja. Also wir haben mehrere Kunden, die sich jetzt hier über Wochen, auch Monate eingemietet haben, weil die einfach sehen, dass das in ihrer Lernkurve die nächsten Schritte bringt. Ne? Also wir haben jetzt jemanden hier, der über einen Workshop zu uns gekommen ist, jetzt schon zum zweiten Mal über mehrere Monate hier ist, er war im September zum ersten Mal da
und hier den Weg ins Echtgeld geschafft hat und jetzt auch nachhaltig dann wird. Ne? Wie gesagt, es gibt keine Garantie, also nicht, dass Sie mich da falsch verstehen, aber um Aussicht auf Erfolg in dem Markt zu haben, generell an der Börse, im diskretionären Handel, muss ich immer wieder unterstreichen, ist es wichtig, von Leuten zu lernen, die dann den Weg schon gegangen sind oder schon weiter sind. Ne? Weil es ist wie in jedem anderen Beruf auch, wie auch im Sport, man lernt in der Regel nur von Leuten, die in dieser Lernkurve weiter sind als jemand. Ne? Also so sind wir auch alle groß geworden und das kann ich auch jedem eigentlich nur empfehlen. Also wenn Sie da Interesse haben, bei uns mal reinzuschnuppern hier, wir sitzen direkt neben der Börse in Frankfurt auf der Schillerstraße, also Börse ist hier 30, 40 Meter Luftlinie. Schreiben Sie uns gerne an service@traderstalk.de oder gerne auch hier ins Webinar und dann können wir das dann auch einrichten, wenn dann entsprechend Kapazitäten frei sind. Aber eigentlich ist das Büro groß genug, um da das Ganze auch zu handeln. Ja, das schwächelt ein bisschen. Er ist auch hier heute Morgen hier, wir der schwächste Index, den wir verfolgen, nicht schwer rauszufinden. Also wir hatten Bayer und Infineon. Bayer kommt ein bisschen zurück, ist ja kein Schwergewicht mehr, aber Infineon auch nicht unbedingt. Aber es hilft halt natürlich nicht, wenn die abverkauft werden. Eurostox hat sich eigentlich noch besser gehalten als die LVMH gesucht. Die sind natürlich da als Schwergewicht, 8% spielt da eine gewichtige Rolle. Hermes auch besucht heute Morgen und dann ein paar Nebenwerte. Also hält sich weiterhin eigentlich recht gut und der S&P ohnehin über der 87. Da ist weiterhin die wichtige Marke. Nasdaq konsolidiert seitwärts, aber der DAX, also er rüttelt mal wieder vor sich hin, sage ich mal. Nach 516 hätten wir da unten noch als Unterstützung als nächste. Ja, Amerikaner kriegen hier, also Nasdaq und S&P ziehen schon wieder ein bisschen an. Das hilft natürlich auch unseren Märkten. Also auch da Korrelation durchaus wichtig, auch wenn es momentan nicht so hoch ist, wie eigentlich normalerweise bzw. gewünscht. Aber sie ist da. Manchmal ist es auch wichtig zu wissen, dass sie noch da ist. Ja, also ruhiges Cash Open, ja, da tut sich wirklich nicht viel, weder im DAX noch im Eurostox. Der Bund hat auch einen Tick hier vor der Unterstützungszone gedreht, also aktuelles Tief hier, die 55, die Unterstützungszone beginnt hier bei der 54, ja. Ja, also wie gesagt, die Märkte können wir uns leider nicht aussuchen, ja, dass es jetzt so ruhig ist. Ja. Sah auch gestern zeitweise so aus, ja, kam dann ein bisschen Bewegung dann mit dem US-Markt. Im Eurostox, ich zeige gerne mal hier das größere Bild aus der Stunde, wie gesagt, hier zunächst mal festhalten, oben am Widerstand erstmal abgeprallt. Erstes mögliches Kurs aus dem Chart heraus, hier die 4,96, geht es dann weiter, dann die 87,88 an. Aber wer ja, zumindest mal jetzt hier im Setback unterstützt den Markt, ist S&P. Und auch Nasdaq, wie gesagt, S&P hat hier die wichtige Marke, wenn ihr sagt, diese kleine, ja, ob es hier Nackenlinie ist hier aus diesem, aus dieser charttechnischen, ja, wie man das sieht, ja, hier, ob es jetzt hier ein W war mit dieser Nackenlinie oder der, also für mich ist dieses Daily Level hier die wichtigere Marke, die grüne, die 5,287 ein Viertel.
dass die jetzt erstmal hier verteidigt wird. Ne, nach oben hin hat er Ziele vorhin auch abgearbeitet. Hier erstmal dieses 93er, hier ist er nicht ganz rangekommen an die 5295. Irgendwie. Und nochmal, ja, Nasdaq verteidigt eigentlich auch ganz gut. Also hier nochmal, hier ging die Bewegung vorhin los, zumindest mal jetzt für uns Europäer. Vielleicht haben da die Asiaten vorher schon was gesehen, aber hier mit dem Bruch hier dieses Horizontalniveaus hat dann das rausgenommen und hier oben an diesen beiden Targets dann erstmal gedreht. Ja, Divergenz hier zu den europäischen Märkten haben wir gestern gesehen. Da waren die Europäer gestern eine ganze Zeit lang am Vormittag fest und da die US-Märkte schwach. Ja, jetzt will ich hier nicht von Schwäche bei den im DAX und im Eurostock sprechen, aber zumindest mal sind die US-Märkte eigentlich ganz gut gesucht. Und auch im Bund tut sich nicht viel, aber auch da nochmal das große Bild hier in der Stunde. Also wie gesagt, hier unten diese Zone hier erstmal wichtig für die Bullen, dass die verteidigt wird. Insbesondere hier die 52, 54, das sind so die markanteren Marken, hier Ex-High und gestriges Tief, gestriges Daily Low. Aber um da wirklich nachhaltiger von der Erholung zu sprechen, ist der Bruch nach oben hin jetzt für die Bullen hier, dieser 132,81, das gestrige Abendhoch und dann, wenn das gebrochen wird, dann könnte man hier auch wirklich dann ein mögliches W sehen mit entsprechenden Targets, dann zunächst mal 133,07 und dann hier oben, um die Formation auch, diese W-Formation auch zu komplettieren, dann der Bereich 1733, 1733, 28, was dann das gestrige Hoch ist. Wäre so. Ja. So, wenn noch Fragen sind, gerne stellen. Also wie gesagt, der Markt lässt einem jetzt auch genug Zeit. Sie sehen auch der DAX mit einem False Break hier. Deswegen, also ja, vielleicht gibt es hier den einen oder anderen Grund dafür in den Fundamentalwerten, wieso der DAX so ein bisschen underperformt, ja. Das ist oftmals in der Berichtssaison der Fall, dass Werte dann, die berichten dann natürlich im DAX eine stärkere Gewichtung vielleicht als im Eurostox haben und dafür für eine Divergenz hier in den Kursen sorgen, sodass der DAX dann unterperformt oder underperformt, ja, relative Schwäche zeigt zum Eurostox oder auch umgekehrt. Aber das würde ich jetzt hier nicht hineininterpretieren, hat einfach unten den False Break erstmal hingestellt, alle anderen Märkte, also gerade die US-Märkte eigentlich zunächst mal gut gesetbackt hier und nochmal, gerade beim S&P würde ich sagen, nochmal hier mit der Bestätigung im kurzfristigen Long-Modus. Also wir werden, ne, das ist jetzt genug Zeit, da können wir uns das gerne mal anschauen. Wir werden immer wieder gefragt, wonach handelt ihr? Also hat jeder natürlich eigene Setups. Was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir versuchen, hier die Märkte aus dem großen Bild heraus erstmal zu analysieren, zu schauen, okay, in welchem Trend sind wir denn?
Jetzt haben wir auch die Gelegenheit dazu, weil es gerade ruhig ist. Also da nehmen wir dann in der Regel den Daily Chart, also weiter, gut, institutionelle schauen sich Wochen- und Monatscharts an. Und hier ist ganz klar zu sehen, dass im DAX die letzte markante Triggermarke, die 18.330, dieses Ex-Kontrakt-Hoch, Ex-All-Time-High, der letzte Trigger ist hier, das war diese Bewegung mit dem FED-Zinsentscheid letzten Mittwochabend. Da haben wir hier oben geschlossen und am nächsten Tag Trendfolgen, das Ganze nochmal super schön. Also es war ein richtig schöner Setback genau an die Marke. Und solange wir hier das hier im Setback auch nicht brechen, ist das Ganze ganz klar ein Long. Und Sie sehen, dass der DAX hat auch jetzt die letzten Tage auch immer wieder neue Hochs gemacht, auch immer wieder grün, also im Positiven geschlossen. Ob sich das heute ändert, hier mit dem zunächst mal False Break am gestrigen Hoch, das wird sich zeigen. Und dann brechen wir das runter aus dem Tagesbild heraus, natürlich dann hier auf die Stunde. Und dann haben Sie halt das Bild, das wir hier die ganze Zeit sehen, mit dem DAX oben. Ja, ob man da jetzt hier, ich habe für mich da oben auch eine mögliche Widerstandszone, wie gesagt, sollten in der Regel so rötlich sein. Also da, solange er da jetzt in der Stunde nicht drüber kommt, suche ich da nach Short-Gelegenheiten. Welche Uhrzeiten? Also im DAX, ich bin ab 8 Uhr schon eigentlich aktiv oder Standby, genau, weil es halt schon Setups ab 8 Uhr geben kann. Hier wäre so eine Gelegenheit gewesen, habe ich jetzt nicht wahrgenommen, weil ich da, wie gesagt, im US-Markt und im Long unterwegs war. Also da genau den Nasdaq da Long war. Aber so ab 8 Uhr würde ich sagen, dann natürlich spätestens um 9 mit Kasse beginnt. Im DAX Setups, worauf wir schauen, natürlich wir schauen hier auf Volumengeschichten, ja, Market Profile, TPO-Charts, ganz klar. Dann natürlich, wo denn, ja, es geht natürlich viel um Volumen, wo ist viel Volumen umgegangen, wo sind Volumen-Gaps, das schauen wir uns natürlich an, um mögliche Zielzonen da zu identifizieren, ja. Aber größtenteils natürlich dann auch hier die Daily und auch die Stundenlevels, die für uns interessant sind, ja. Und dann, wichtig, aber das werden Sie wahrscheinlich auch so, schon so kennen, zunächst mal zu wissen, in welchem Bereich will ich denn aktiv werden, ja, um da jetzt nicht zu overtraden, wozu viele neigen, ja, ich nehme mich da gerne dazu, wenn man da keine Struktur hat, zu sagen, okay, wenn der DAX ja jetzt hier an der 5,35 ja irgendwas zeigt, ja, jetzt sozusagen, ja, im M3 hat er einen False Break gezeigt, aber dafür haben wir die anderen Märkte im Kontext zu wenig gemacht. Oder hier oben, was will ich hier oben sehen? Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt kann ich gerne auch am aktuellen Beispiel mal zeigen, an der Nasdaq vorhin, ich habe es ja gesagt, da habe ich vorhin hier in Long gespielt, aber das kann ich gerne nochmal ein bisschen detaillierter zeigen, wie das, was so der Trigger war, um da entsprechend die Position einzugehen. Also das war hier das zwischenzeitliche Tageshoch hier. Insgesamt für mich in der Vorbereitung, habe ich auch vorhin gezeigt, glaube ich, im Morning Meet, also in der gemeinsamen Vorbereitung, die Setups im S&P und auch an der Nasdaq eher mal Umkehrformation, von daher weiterhin bullig, und habe dann hier geschaut mit dem Bruch eben dieses Hochs hier bei der 18.556, hier einfach mit dem Close dann oben drüber. Ja, manchmal kann es wirklich so, sieht simpel aus, aber muss nicht unbedingt kompliziert sein, mit dem 5-Minuten-Close hier oben drüber, das hier in einem Setback Long, und dann auch habe Ziele dann abgearbeitet, die da wären. Ich habe die hier nicht eingezeichnet, aber ich kann die gerne nochmal in der Stunde dann nochmal hierüber auch, also das war ein erstes Target, so. Das ist drin und das ist jetzt auch drin. Also jetzt sind die auch in 5 markiert, und dann schauen wir uns das gerne nochmal an, was da erste Targets zunächst mal waren. So.
Also hier in diesem Bereich den Long gesucht und da war ein erstes Kursziel hier. Muss ehrlich sagen, ich habe nicht bis oben gehalten, ja, weil ich habe das von der Bewegung her ein bisschen unterschätzt, aber da hat wirklich hier Zielmarken angelaufen. Aber was ich dann hier oben gemacht habe, hier nach dieser Rejection Candle hier und dem Rebreak habe ich nach dieser Rejection Reversal Candle hier habe ich dann hier im Setback an dieser Marke hier das Ganze nochmal geschortet, ja, und ich glaube, die letzten Stücke da habe ich bei der 80 im Rahmen dieser Kommentierung dann auch geschlossen. Ja, jetzt eigentliche Ziele wären sicherlich auch hier dieses X hoch, was auf dem Weg nach oben ein Kursziel war, auch hier im Setback dann entsprechendes Target. Aber hier dann zu sagen, okay, hier gucke ich mal ein bisschen, machen dann Kollegen so nach Gusto, also für mich reicht oftmals sogar hier, dass das Ganze nicht mehr Rebreak, nicht mehr zurückerobert wird, heißt, dass der Markt dann in M5 oder in M3 nicht mehr drüber schließt und dann habe ich halt hier diese Dochter auf der Oberseite an dem, in dem Bereich und dem, was ich gesehen habe hier im Dom und im Chart, das Ganze dann hier als Kontrashort aufgesetzt. Ne, aber zu diesen Techniken, wer da Näheres erfahren möchte, wie gesagt, der Kollege Sergei Wolf, der hat genug Material da auf YouTube oder auch gerne, weil er bietet auch Coachings und Mentoring an, gerne anschreiben. Kollege, der mir gegenüber sitzt, der macht auch Coaching, also hier im Büro. Aber wie gesagt, wenn Sie uns persönlich kennenlernen wollen, insbesondere den Handel im Handelsbüro, gerne anschreiben. Und dann können wir das sicherlich mal für einen Tag auch machen, damit Sie sehen, wie, was das so mit einem macht und was das hier so für einen Mehrwert bietet. Ja, es ist und bleibt hier ruhig. DAX ist der mit der relativen Schwäche hier, ohne dass da Volumen reinkommt, dass da Momentum reinkommt, auch im Bund nicht, ja. Deswegen hole ich auch hier immer ein bisschen weiter aus und habe jetzt hier auch ein bisschen die Gelegenheit genutzt, hier ein bisschen was zu Setups hier zu erzählen. Ja. Also, wir haben noch 2 Minuten, vielleicht nochmal hier die Frage, ob es noch irgendwas hier an Unklarheiten gibt oder sonst irgendwelche Anmerkungen gerne noch stellen. Ja. Ist heute ja genug Gelegenheit. Nelson, ich sehe jetzt, hier sind noch, kann es sein, dass hier noch unbeantwortete Fragen sind, weil ich jetzt gerade nicht sehe. Ja, 2 Stück, die letzten 2, die reingekommen sind. Kannst du natürlich gerne noch beantworten. Ich sehe, dass sie unbeantwortet sind, aber ich sehe jetzt hier die Fragen nicht. Vielleicht kannst du die kurz nochmal stellen. Ich sehe hier ja, Fragezeichen. Ja, genau, gerne. Also, wenn du okay, das ich schau mal, so, welche Frage war hier noch offen? Und zwar hatten wir einmal, handeln Sie übergeordnete Kurzziele oder achten Sie auch auf gebrochene Außenstäbe und Outside-Bars? Ja, fließt alles mit ein, ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ganz klar. Womit ich gerne arbeite, ich gehe gerne Positionen ein, die auch teilbar sind. Ja, gut, sind natürlich alle teilbar, aber durch 3 teilbar und ich nehme auch gerne Teilgewinnmitnahmen an Zwischenzielen. Ich habe es vorhin, glaube ich, am Beispiel vom Nasdaq erläutert, da bin ich die Position, gerne nochmal zeigen, die Gesamtposition an einem Level eingegangen, weil es jetzt hier ein punktgenaues Level war, oftmals sind es Zonen, da kann es schon das eine oder andere Mal so sein, dass die Position dann
aufgebaut wird. Aber hier war das jetzt hier mit dem Bruch dieses Zwischenhochs bei der 56, bin ich die Position in eine eingegangen und dann sukzessive nach oben dann, also hier zunächst mal an diesem einen Kursziel, an der 72 Teilposition oder Teilgewinne mitgenommen. Wie gesagt, für mich, das ist, hat sich so eingespielt, gerne durch drei teilbar. Und so gehe ich auch vor. Jetzt sehen wir hier Bewegung im DAX. DAX hier, habe dem vorhin ein bisschen Unrecht getan. Ja, jetzt macht er ein neues, hat einen Tick neues Kasse hochgemacht. Genau, das zu meiner Vorgehensweise. Und nochmal zu der zweiten Frage, Nelson, um die auch nochmal zu beantworten. Ja, gerne. Ich hoffe, das ist okay, so. Ja. Auf jeden Fall. Handeln Sie ausschließlich nach Unterstützung und Widerständen oder spielen auch andere Faktoren eine Rolle? Ja, also wir haben hier, also ich habe auch den Dom und sehe da auch gerne im Dom, ob ich da irgendwas erkenne. Oftmals erkenne ich da auch was, aber also so Order Flow, genau, ja, viel benutztes Thema, das aus der Visualisierung da. Ich gucke auch sehr gerne hier auf Setups, die sich dann bilden, aber gestern Abend, das war wirklich, ich habe mich dann auch dann dazu bewegt, im DAX hier, im DAX meine ich, im Bund, länger dabei zu bleiben. Unten hier an dieser Zone, wirklich, da hat sich hier schön Struktur ausgebildet. Ja, an diesem Ex-Hoch, da habe ich, das sollte man eigentlich nicht machen, aber wirklich war ich in der Position gefangen über Länge, ja, und musste dann wirklich hier bis fast zum Handelsschluss warten, um hier nach oben hin einfach nur hier diese Struktur, die sich dann gebildet hat, dann auch entsprechend, dass sie dann auch entsprechend in den Dings ins Geld läuft. Was sie dann auch gemacht hat, hat dann nochmal eine schöne Bewegung nach oben gemacht. Also Formation, ja, wir gucken auch gerne hier, also der eine oder andere auch geübtes Auge hier bei uns hat auch ein Kunde von uns, was so Formation angeht, ob es jetzt ein Wimpel ist oder ein Dreieck, das sich hier ausbildet. Also Struktur im Markt, darauf schauen wir natürlich dann auch auf größere Levels, auf Volumenpeaks. Wie gesagt, der eine mehr, der andere weniger, aber all das fließt hier mit ein. Falls jetzt noch Fragen sein sollten, müsstest du mir das sagen. Ansonsten. Nee, keine Fragen mehr, alles nee. Beantwortet soweit. Super, wunderbar. Dann, Markt war heute eher mal ein bisschen langweilig, aber vielleicht ein bisschen mehr Gelegenheit dabei, hier über die eine oder andere Vorgehensweise zu sprechen. Ich hoffe, dass das gut angekommen ist. Ansonsten will ich mich bedanken, zunächst mal den Zuhörern und Zuhörerinnen und dann auch bei dir, Nelson, hier für die Gelegenheit bei FX Flat. Genau, das ist hier unser Broker, mit dem wir mehrere gemeinsame Aktionen, Webinare durchführen. Danke fürs Zuhören, Zuschauen. Wünsche Ihnen noch eine angenehme und auch erfolgreiche Handelswoche und hoffentlich dann bis bald und auch an dich, Nelson, dann das Schlusswort. Ja, vielen Dank für das Webinar. Euch natürlich im Büro auch viel Erfolg heute und natürlich an allen Teilnehmern danke für die Teilnahme. Wünsche natürlich ebenfalls einen erfolgreichen Handelstag oder eine erfolgreiche Handelswoche, eine verkürzte, wenn und am Wochenende mal ein bisschen auch die Börse sein lassen. Und vielleicht hört man im Hintergrund, hier wird gebohrt, also genau der richtige Zeitpunkt, das Webinar zu beenden. Von daher, schönen Tag, passt auf eure Position auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.